So, herzlich willkommen zu unserem Teach-in Kritische Theorie und orthodoxer Marxismus. Heute Abend hier an der Wirkungsstätte von Hegel. Das so für die, die es nicht wissen. So, dieser Teach-in wird veranstaltet vom Berliner Chapter der Platypus Affiliated Society. Das sind zum Beispiel wir beide. Und Platypus ist eine internationale Bildungs- und Selbstbildungsorganisation, die sich mit der Frage des Todes der Linken beschäftigt. Danach, was Möglichkeiten einer marxistischen Kritik heute wären und was emanzipatorische Politik versperrt hält in der Gegenwart. Das loten wir aus in verschiedenen Formaten, die wir veranstalten. Zum einen Sachen wie heute, Teach-ins, bei denen wir Bildungsarbeit machen, bei denen wir, weiß nicht, den Einstieg in ein Thema der marxistischen Linken bieten. Zum anderen veranstalten wir aber auch einen regelmäßigen Lesekreis, jede Woche Donnerstag um 18 Uhr. Eigentlich im Institut für Geschichtswissenschaften morgen, weil wir da wegen dem Feiertag nicht reinkommen, wir aber keine Rücksicht darauf nehmen, morgen im Leica in Neukölln. In diesem Lesekreis bewegen wir uns einmal durch die Geschichte revolutionärer Politik. Im Wintersemester lesen wir die Denker der Aufklärung und den klassischen Marxismus, Marx, Engels. Im Sommersemester beschäftigen wir uns mit dem revolutionären Marxismus von Lenin, Trotzki, Luxemburg und dann im Anschluss mit der kritischen Theorie, Lukács, Adorno, Horkheimer und versuchen so eine Geschichte dessen zu zeigen, was linke Politik war, ist und sein könnte. Genau, dazu seid ihr alle immer herzlich eingeladen. Außerdem publizieren wir eine Zeitschrift, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, die Platypus Review. Hier sind einige englische Ausgaben vorne verteilt, die ihr gerne mitnehmen könnt. Das ist ein offenes Blatt, in dem jedweder Mensch, der denkt, etwas zu sagen zu diesen Fragen, die uns beschäftigen, zur Geschichte der Linken, zu Politik und ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten heute etwas einreichen kann. Und irgendwie damit eine Plattform auch, auf der wir diese Frage diskutieren wollen. Außerdem werden wir dieses Semester noch ein Panel veranstalten, Ende Juni, wahrscheinlich am 24. Zu den Themen von Revolution, Reform und Widerstand, wo wir verschiedene Leute auf der Linken zum Sprechen bringen wollen, was diese Begriffe für sie heute bedeuten, was sie historisch bedeutet haben und wiederum, was sie bedeuten könnten. Genau, so viel vielleicht zur Einführung. Ich bin Jakob, das ist Stefan. Stefan wird diesen Teaching heute leiten. Und ja, damit ist eigentlich auch alles gesagt. Und dann, without further ado, übergebe ich das Wort an Stefan. Achso, vielleicht noch so zwei Informationen. Dieser Teaching wird jetzt so 20 bis 30 Minuten wird Stefan sprechen. Danach ist Raum für Fragen. Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt, die euch irgendwie zu den Themen bewegen. Es gibt keine dummen Fragen. Und außerdem zeichnen wir diese Veranstaltung auf. Die wird publiziert. Kein Video, keine Sorge. Aber genau, nur dass ihr das wisst. Weil ich weiß, so man sollte das mal sagen, der Transparenz wegen. Genau, aber jetzt bitte. Hi, freut mich, dass ihr erschienen seid. Willkommen zum Teach-In, kritische Theorien orthodoxer Marxismus. Eine organisatorische Anmerkung noch, wir gehen danach Bier trinken. Fühlt euch hiermit herzlich eingeladen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal was vortragen, was ich vorbereitet habe und dann können wir in alle von euch gewünschte Form von Gespräch danach übergehen. Kritische Theorie und orthodoxer Marxismus. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. 11. These über Feuerbach von Karl Marx. Unten mit Goldlettern an die Wand dieser Bibliothek genagelt. 2. vorangehendes Zitat. Es müssen sowohl in der Theorie wie in der Art der Ergreifung der Massen jene Momente, jene Bestimmungen aufgefunden werden, die die Theorie, die dialektische Methode zum Vehikel der Revolution machen. Es muss das praktische Wesen der Theorie aus ihr und ihrer Beziehung zu ihrem Gegenstand entwickelt werden.
Denn sonst könnte dieses Ergreifen der Massen ein leerer Schein sein. Es könnte sein, dass die Massen von ganz anderen Triebkräften bewegt, ganz anderen Zielen entgegenhandeln und die Theorie für ihre Bewegung nur einen rein zufälligen Inhalt bedeutet, eine Form, in der sie ihr gesellschaftlich notwendiges oder zufälliges Handeln ins Bewusstsein heben, ohne dass dieser Akt des Bewusstwerdens mit dem Handeln selbst wesentlich und wirklich verknüpft wäre. Was ist orthodoxer Marxismus? Von Georg Lukács. Könnt ihr mich so gut verstehen? Gut. In einem Gespräch mit Max Horkheimer von 1956, das unter dem Namen Diskussion über Theorie und Praxis bekannt wurde, äußerte Theodor Adorno den berühmt-berüchtigten Satz: Ich wollte immer eine Theorie entwickeln, die Marx, Engels und Lenin die Treue hält, aber auch andererseits nicht hinter die fortgeschrittenste Kultur zurückfällt. Umso seltsamer mag die Kritik wirken, die Adorno an den sich revolutionär dünkenden Teilen der Neuen Linken 13 Jahre später übte. Im Text Resignation schrieb er: Von den denkenden Aktionisten wird argumentiert, zu verändern gelte es neben anderem eben den Zustand der Trennung von Theorie und Praxis. Gerade um der Herrschaft der praktischen Leute und des praktischen Ideals ledig zu werden, bedürfe es der Praxis. Nur wird daraus fix ein Denkverbot. Ein Minimales reicht hin, den Widerstand gegen die Repression repressiv gegen die zu wenden, welche so wenig sie das Selbstsein verherrlichen mögen, doch nicht aufgeben, was sie geworden sind. Die vielberufene Einheit von Theorie und Praxis hat eine Tendenz, in die Vorherrschaft von Praxis überzugehen. Der Dialektiker Adorno verteidigte nicht nur den inneren Zusammenhang, die wesentliche Vermitteltheit von Theorie und Praxis, sondern auch den Spalt, der zwischen ihnen klaffte und von den jungen Aktionisten überkleistert wurde. Zitat Adorno, auch Resignation: Der forcierte Vorrang von Praxis stellte die Kritik, die Marx selbst übte, irrational still. In Russland und in der Orthodoxie anderer Länder wurde der hämische Spott über die kritische Kritik zum Instrument dafür, dass das Bestehende furchtbar sich einrichten konnte. Praxis hieß nur noch gesteigerte Produktion von Produktionsmitteln. Kritik wurde nicht mehr geduldet, außer der, es werde noch nicht genug gearbeitet. So leicht schlägt die Subordination von Theorie unter Praxis um in den Dienst an abermaliger Unterdrückung. Adorno, wie auch sein späterer Freund und Mentor Walter Benjamin, hatten in den 1910er Jahren fasziniert Ernst Blochs Geist der Utopie gelesen, der ihnen eine neue Sicht auf die Welt eröffnete. Der Philosoph Bloch, der sich in säkular-religiöser Weise vornehmlich an Marx und Hegel abarbeitete, war in den vorherigen Jahren zum Kreis Intellektueller um Max Weber gestoßen. Auch dieser beschäftigte sich mit Fragen nicht nur des deutschen Idealismus, sondern insbesondere der Kritik des Marxismus an der bürgerlichen Gesellschaft. Dabei versuchte Weber gezielt, indem er sich auf Marx bezog, die Kritik des Marxismus zu entkräften, intellektuell zu überwinden, wovon der Marxismus behauptete, dass dies nur in der revolutionären Aktion des Proletariats möglich sei. In diesem Kreis verkehrte auch Georg Lukács. Es war die von den Bolschewiki geführte Oktoberrevolution von 1917, die den bürgerlichen Denker Lukács zum Marxisten machte. In seiner berühmten Aufsatzsammlung, die 1923 unter dem Titel Geschichte und Klassenbewusstsein veröffentlicht wurde, versuchte Lukács in philosophischer Terminologie zu erläutern, was die praktischen Erkenntnisse dieser revolutionären Epoche gewesen seien. Obwohl im Zentrum des Denkens Lukács zu dieser Zeit Lenin stand, den er den Theoretiker der Praxis nannte, spielte auch Rosa Luxemburg eine bedeutende Rolle für dieses Buch.
Hatte Lukács der Zweiten Internationale sympathisch, aber doch auch mit distanzierter Befremdung gegenübergestanden, so änderte der Versuch der Weltrevolution in den Jahren 1917 bis 1921 alles in Lukács politischem Denken. Er wurde zum Marxisten und zum Minister in der kurzlebigen ungarischen Räterepublik. Es war die Realität gewordene Revolution, die für ihn alle Diskussionen und Argumente des Marxismus der Vorkriegszeit in neuem Licht erscheinen ließ. Im Aufsatz »Was ist orthodoxer Marxismus?« schrieb Lukács im Rückgriff auf die politischen Diskussionen innerhalb der Zweiten Internationale auf die Frage, was ist orthodoxer Marxismus? Diese eigentlich recht einfache Frage ist sowohl in bürgerlichen wie proletarischen Kreisen Gegenstand vielfacher Diskussionen geworden. Aber allmählich begann es zum wissenschaftlichen guten Ton zu gehören, ein Bekenntnis zum orthodoxen Marxismus nur spöttisch zur Kenntnis zu nehmen. Bei der großen Uneinigkeit, die auch im sozialistischen Lager darüber zu herrschen schien, welche Thesen die Quintessenz des Marxismus ausmachen, welche also kritisiert oder gar verworfen werden dürfen, ohne das Anrecht darauf zu verlieren, als orthodoxer Marxist zu gelten, kam es immer unwissenschaftlicher vor, statt sich unbefangen der Erforschung von Tatsachen hinzugeben, Sätze und Aussagen älterer, von der modernen Forschung teilweise überholter Werke wie Sätze der Bibel scholastisch auszulegen, in ihnen und nur in ihnen einen Born der Wahrheit zu suchen. Lukács fährt fort. Angenommen, wenn auch nicht zugegeben, die neuere Forschung hätte die sachliche Unrichtigkeit sämtlicher einzelnen Aussagen von Marx einwandfrei nachgewiesen. So könnte jeder ernsthafte orthodoxe Marxist alle diese neuen Resultate bedingungslos anerkennen, sämtliche einzelnen Thesen von Marx verwerfen, ohne für eine Minute seine marxistische Orthodoxie aufgeben zu müssen. Orthodoxer Marxismus bedeutet also nicht ein kritikloses Anerkennen der Resultate von Marx Forschung, bedeutet nicht ein Glauben an diese oder jene These, nicht die Auslegung eines heiligen Buches. Orthodoxie in Fragen des Marxismus bezieht sich vielmehr ausschließlich auf die Methode. Sie ist die wissenschaftliche Überzeugung, dass im dialektischen Marxismus die richtige Forschungsmethode gefunden wurde, dass diese Methode nur im Sinne ihrer Begründer ausgebaut, weitergeführt und vertieft werden kann. Dass aber alle Versuche, sie zu überwinden oder zu verbessern, nur zur Verflachung, zur Trivialität, zum Eklektizismus geführt haben und dazu führen mussten. Adorno und Walter Benjamin gaben an, durch Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein zu Marxisten geworden zu sein. Lukács selbst war, wie unter anderem auch Friedrich Pollock und Karl Korsch, an der marxistischen Arbeitswoche beteiligt, die vor exakt 97 Jahren vom 20. bis zum 28. Mai 1923, von 99 Jahren, sorry, ich habe mich geirrt, von 99 Jahren, ich habe in der Vergangenheit gelebt. Nochmal, Lukács selbst war, wie unter anderem auch Friedrich Pollock und Karl Korsch, an der marxistischen Arbeitswoche beteiligt, die vor exakt 99 Jahren vom 20. bis zum 28. Mai 1923 stattfand und zur Gründung des Instituts für Sozialforschung führte. Es war also im Sinne des oben genannten Zitats aus »Was ist orthodoxer Marxismus?« zu verstehen, wenn Adorno in der Diskussion über Theorie und Praxis sagte, Marx war zu harmlos. Er hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Dass es dann gut wird, wenn man nur die schlechte zweite Natur von ihnen nimmt. Er hat sich nicht um die Subjektivität gekümmert. Er wollte das nicht so genau wissen.
Dass die Menschen bis ins Innerste Produkte der Gesellschaft sind, würde er als eine Milieutheorie abgelehnt haben. Das hat erst Lenin zum ersten Mal ausgesprochen. Chris Cotrone schreibt in Adornos Leninismus: Für Adorno bedeutet dies, dass der Kampf zur Überwindung der Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft nicht bloß der Klassenkampf der Arbeiter gegen die Kapitalisten war, sondern darüber hinausging. Es ging nicht um ihre Ausbeutung. Die sozialen Subjekte waren nämlich nicht bloß Produkte ihrer Klassenposition, sondern vielmehr determinierte die bürgerliche Gesellschaft unter der Herrschaft des Kapitals alle ihre Subjekte in einem historischen Zusammenhang der Unfreiheit. Klassenpositionen waren lediglich ein Ausdruck der Struktur dieser universalen Unfreiheit. So schrieb Horkheimer in Der kleine Mann und die Philosophie der Freiheit: Im Sozialismus soll die Freiheit verwirklicht werden. Die Vorstellungen darüber pflegen umso weniger klar zu sein, als doch das gegenwärtige System den Namen der Freiheit trägt und als liberales angesehen wird. Zitat Ende. Horkheimer schrieb in diesem Text: Die Interessen des kleinen Mannes verwiesen ihn auf die marxistische Erhellung des Begriffs der Freiheit. Cotrone schreibt weiter: Im Verlauf des Marxismus im 20. Jahrhundert wurde eine solche Erhellung dessen, was eine progressiv-emanzipatorische Herangehensweise an das Problem des Kapitals konstituieren könnte, abgeschnitten. Daher wurde es zunehmend schwierig, die Ursprünge der fortdauernden sozialen Bedingungen der Unfreiheit ans Tageslicht zu bringen. In vielerlei Hinsicht war die Krise des Marxismus als eine Funktion der revolutionären Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs nicht überwunden, sondern verstärkt, wodurch sich die Krise der Menschheit vertiefte. Die kritischen Theoretiker des Frankfurter Instituts waren sich der Tatsache wohl bewusst, dass der Faschismus als historisches Phänomen eine Folge des Scheiterns des Marxismus war. Der Faschismus war der missratene Sprössling der Geschichte des Marxismus selbst. Zitat Ende. Lukács hatte in Geschichte und Klassenbewusstsein versucht, die theoretische Bedeutung der Politik Lenins und Luxemburgs zu fassen, die aus der Krise der Zweiten Internationale erneut einen revolutionären Funken geschlagen und somit die Hoffnung auf eine emanzipierte, freie Gesellschaft, Sozialismus, am Leben erhalten hatten. So schrieb Lukács über Lenin: Es ist Lenins Verdienst, diese Seite des Marxismus, die den Weg zum Bewusstsein seines praktischen Kerns weist, wiederentdeckt zu haben. Seine immer wiederholte Mahnung, jenes nächste Glied der Entwicklungskette mit voller Wucht anzufassen, an dem im gegebenen Augenblick das Schicksal der Totalität hängt, sein Beiseiteschieben aller utopischen Forderungen, also sein Relativismus, seine Realpolitik, bedeuten eben das aktuell und praktisch werden der Feuerbach-Thesen des jungen Marx. Zitat Ende. Die kritische Theorie der Frankfurter Schule hingegen sah sich mit der Fortsetzung dieser Krise unter neuen Vorzeichen konfrontiert. Nicht nur war der Versuch der Weltrevolution gescheitert, sondern der Marxismus desintegrierte weiter, sowohl in Form der konterrevolutionär gewordenen Sozialdemokratie als auch der sich stalinisierenden Dritten Internationale, die die Idee internationaler Revolution durch die nationalistische Doktrin des Sozialismus in einem Lande ersetzte und die Diktatur des Proletariats durch die Diktatur der Partei. Dies führte aber nicht nur zu der Degeneration des Marxismus und seiner Parteien, sondern schnitt damit auch die potenzielle revolutionäre Führung vom revolutionären Potenzial der Gesellschaft selbst ab. Dieses Potenzial, wie auch die vorerst zerschlagene Hoffnung auf den Sozialismus, brachten neue Akteure ans politische Ruder der Gesellschaft. In Westeuropa die verschiedenen Spielweisen des Faschismus, eines nationalen Sozialismus, wie auch in den USA das scheinbar technokratische, autoritäre Regime von Franklin D. Roosevelts New Deal. Adorno, Horkheimer, Benjamin und Herbert Marcuse,
die von den größten Denkern der Dritten Internationale und ihren Nachfolgern die Grundlagen des Marxismus gelernt hatten, verstanden, dass der Marxismus sich selbst untergrub, die praktische Bewegung für den Sozialismus von der theoretischen Einsicht des Marxismus getrennt worden, die Nabelschnur zwischen Theorie und Praxis zerrissen war. Gleichzeitig erkannten die kritischen Theoretiker, dass ihre Erkenntnis alleine nicht in der Lage sei, die Welt zu verändern. Entgegen der 11. Feuerbach-These schien es ihnen nicht möglich, die schlechte Realität des Marxismus durch ein Fiat direkt zu ändern, sondern stattdessen nur die Bedeutung der Theorie im Marxismus unterschiedlich interpretieren zu können, als der offizielle Marxismus dies tat. Dennoch, oder gerade deshalb, verwies die kritische Theorie darauf, dass die Niederlage des Marxismus nicht einfach übersprungen, das Problem des Kapitalismus von einem anderen Winkel aus gelöst werden könne. Stattdessen sei es notwendig, dass Theorie wie Praxis des Marxismus selbst einer marxistischen Kritik unterworfen werden müssten. Marcuse schrieb 1947 in seinen 33 Thesen: Die orthodox-marxistische Lehre, ohne Kompromiss zu vertreten, wäre vor der politischen Wirklichkeit ohnmächtig, abstrakt, unpolitisch. Aber wo die politische Wirklichkeit als Ganzes falsch ist, mag die unpolitische Haltung die einzige politische Wahrheit sein. Auch aus den 33 Thesen: Während die Gewerkschaften in ihrer traditionellen Struktur und Organisation eine revolutionsfeindliche Kraft darstellen, bleibt die politische Arbeiterpartei das notwendige Subjekt der Revolution. In der ursprünglichen marxischen Konzeption spielte die Partei keine entscheidende Rolle. Marx nahm an, dass das Proletariat von sich aus in Erkenntnis seiner eigenen Interessen zum revolutionären Handeln getrieben wird, sobald die revolutionären Bedingungen gegeben seien. Die Entwicklung hat inzwischen die Richtigkeit der Leninschen Konzeption von der avantgardistischen Partei als dem Subjekt der Revolution bestätigt. Es ist wahr, dass die kommunistischen Parteien heute nicht dieses Subjekt sind, aber es ist ebenso wahr, dass nur sie es werden können. Nur in der Theorie der kommunistischen Parteien ist noch die Erinnerung an die revolutionäre Tradition lebendig, die wieder zur Erinnerung an das revolutionäre Ziel werden kann. Die politische Aufgabe würde dann darin bestehen, in den kommunistischen Parteien die revolutionäre Tradition wiederherzustellen. 1958, 5 Jahre nach Stalins Tod, schrieb Marcuse in die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus: Während der Revolution wurde deutlich, wie sehr es Lenin gelungen war, seine Strategie auf den tatsächlichen Klasseninteressen und Bestrebungen der Arbeiter und Bauern aufzubauen. Von 1923 an sind dann die Entscheidungen der Führung in wachsendem Maße von den Klasseninteressen des Proletariats abgetrennt worden. Sie setzen das Proletariat nicht mehr als ein revolutionäres Agens voraus, sondern werden dem Proletariat und der übrigen Bevölkerung auferlegt. Zitat Ende. Und so war es die scheinbare Elfenbeinturmphilosophie der kritischen Theorie, die gegen den offiziellen Marxismus das Proletariat als subjektive Vorhut der Revolution und die Diktatur des Proletariats als den nächsten Schritt in die Freiheit festhielt. Im vollen Bewusstsein dessen, dass diese theoretische Erinnerung alleine keine Politik ersetzen könne. Ohne diese Einsicht, und das ist der Kern kritischer Theorie, wäre keine praktische Überwindung des Kapitalismus im Sozialismus möglich. Die Liquidation der Trennung der Nicht-Identität von Theorie und Praxis wäre die Liquidation des Marxismus selbst. Die Möglichkeit, die Differenz in der Einheit zu denken, wäre verloren. Marx' Kritik des Kapitalismus wie des Sozialismus stieß in dieselbe Richtung. Nur wenn erkannt würde, dass der Kapitalismus bereits der halbe Schritt zum Sozialismus ist, nur wenn erkannt würde, dass Sozialismus selbst ein Symptom des Kapitalismus ist, dann könnte aus diesem Widerspruch der Gesellschaft tatsächlich Freiheit realisiert werden.
Diese Idee von Marx wurde verschüttet nicht nur und nicht vor allem durch selbstverortet rechte politische Kräfte, offene Gegner des Sozialismus, an denen es nie gemangelt hat. Vielmehr hat Marxismus selbst, der sich blind gegen seine eigene Krise machte, diese dialektisch-revolutionäre Einsicht auszurotten versucht. Der offizielle Sowjetkommunismus erklärte, er habe den Sozialismus bereits realisiert, während er doch nur eine regulierte kapitalistische Abweichung des Kapitalismus war und nicht der notwendige Schritt in der Entwicklung der Geschichte zur Freiheit. Die marxistische Erhellung des Begriffs der Freiheit wurde ausgemerzt und ausgebrannt im Namen von Marxismus und Sozialismus. Und keinesfalls nur in der Theorie, sondern auch praktisch in Schauprozessen und Gulags. Und doch sahen Marcuse, Adorno und Horkheimer auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Idee des Sozialismus und die kritische Aufgabe des Marxismus unauflöslich mit der Sowjetunion und den kommunistischen Parteien verknüpft waren. Als geschichtliches Produkt des Scheiterns des Marxismus im 20. Jahrhundert. Als solches waren sie keine Beute, kein Triumphzug, sondern eine Wunde und eine Last für den Kampf um den Sozialismus. Dass Theorie und Praxis trotz ihrer Nichtidentität untrennbar sind, wirft Fragen über die Flaschenpost der kritischen Theorie auf. Denn wie auch die politische Praxis des Marxismus im 20. Jahrhundert, so ist auch die Intervention der kritischen Theorie eine Last und eine Wunde. Erinnerung an eine Aufgabe, die vor 100 Jahren als der nächste wirkliche Schritt der Menschheit und ihrer Freiheit gesehen und in die Tat umzusetzen versucht wurde. Heute scheint diese Aufgabe eine Utopie von vorvorgestern. Weder kritische Theorie noch orthodoxer Marxismus sind politische Optionen unserer Zeit. Wer anderes behauptet, versteht nicht, wovon er redet. Das ist keine Polemik, sondern die offensichtlich unumstößliche Wahrheit einer Gesellschaft, die entweder wahnhaft Theorie und Praxis auseinanderreißt und unabhängig voneinander zu verewigen versucht, oder ihren Unterschied in psychotischer Weise zu liquidieren versucht. Orthodoxer Marxismus stand ein für eine revolutionäre Utopie, die mit Marx meinte, es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Die kritische Theorie hingegen versuchte daran zu erinnern, was überhaupt Gedanke und Wirklichkeit meinen könnte. Zitat Adorno: Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muss, will er es auch den anderen nicht antun. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. Damit allein reicht Glück ins universale Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert. Wie orthodoxer Marxismus nicht sein konnte, ohne eine kritische Theorie der Gesellschaft zu sein, so konnte kritische Theorie nicht sein, wenn sie sich nicht als kastrierte Erbin der 11. Feuerbach-These verstanden hätte. Horkheimer und Adorno sagen im zitierten Gespräch, sie wüssten nicht, zu wem sie mit ihren Fragen sprechen sollten. Es bestehe die Gefahr, zu klingen wie ein Orakel. Doch was bedeuten die Worte eines Orakels, das von der Vergangenheit spricht? Das war mein Input soweit. Danke. Okay, sind glaube ich ein bisschen länger geworden, aber vielleicht auch dazu noch mal kurz die Gedanken. Ich habe eben versucht, eigene Gedanken aufzuschreiben und zusammenzubringen mit verschiedenen Texten aus dem Lesekreis, den wir weltweit, wo immer wir ein Chapter haben, jährlich abhalten. Ich habe mich nochmal auf einen Text bezogen, den Text, den ich von Chris Cotrone zitiert habe, Adornos Leninismus. Der war Input vor 11 Jahren auf einem Panel
die Politik der kritischen Theorie, Politics of Critical Theory. Und das haben wir auch komplett übersetzt für die erste deutschsprachige Ausgabe der Platypus Review, die Anfang 2016 erschienen ist. Insofern habe ich versucht, ein paar Gedanken auszulegen und zusammenzubringen. Ich habe es aber auch so geschrieben, dass es was ist, wovon ich denke, es sollte besprochen werden, nachgefragt werden. Und es würde mich wundern, wenn das für sich stehend einfach Sinn machen würde. Okay, also für Fragen gerne. Ja, vielen Dank für das tolle Teach-In, Stefan. Es ist jetzt keine so ausführliche Frage, aber ich war jetzt am Ende irgendwie, als du diese These aufgestellt hast, dass auch die kritische Theorie eigentlich keine Möglichkeit mehr darstellt in der Gegenwart. Also die politische Position, die noch, sagen wir mal, an die Erinnerung des Erbes der revolutionären Praxis festhalten würde oder an dieser Perspektive festhalten würde, die hat ihren Bezug zur Realität verloren. Ja, also in der Wirklichkeit drängt gegenwärtig nichts zu diesem Gedanken so. Es gibt keine organisierten Massen, die bereit wären, derartige politische Orientierungen als ihre zu ergreifen. Aber warum ist auch die kritische Theorie keine Möglichkeit mehr? Weil die kritische Theorie, so hattest du es ja auch am Anfang eingeführt, geht doch eigentlich aus von dieser, sagen wir mal, von diesem Auseinanderreißen von Theorie und Praxis. Also klar, sie hält daran fest, sie waren historisch durcheinander vermittelt oder also die Theorie ging aus dieser revolutionären Praxis hervor, aber da jetzt diese historische Grundlage fehlt, bleibt uns eigentlich nur noch an dieser Theorie festzuhalten. Aber warum ist auch diese Möglichkeit gegenwärtig nicht mehr gegeben? Also warum ist nicht nur die revolutionäre Politik, sondern auch die kritische Theorie selbst keine Möglichkeit mehr heute? Yes, danke für die Frage. Ich würde versuchen, auf die Sachen wieder einzugehen, die ich angesprochen habe. Und sie gehören eng zusammen. Nämlich die innere Vermitteltheit von Theorie und Praxis. Dass eben Lukács in diesem Eingangszitat sagt, ist es wichtig zu schauen, hat Theorie irgendwas mit Praxis zu tun? Oder ist die Theorie eigentlich nur eine Form von Ideologie, eine nachgeschaltete Erklärung und Rechtfertigung, ja? Was jetzt auch nicht nur Werten zu verstehen ist, aber die Idee von Theorie in diesem emphatischen Sinne, wie Lukács ihn benutzt, worin er natürlich zurückgeht auf Marx, auf Hegel, auf Kant, ist die Idee davon, dass Theorie ein notwendiger Bestandteil von bewusstem Handeln ist. Also die tiefere Idee ist, dass gewisse praktische Veränderungen der Welt nicht möglich sind ohne ein adäquates theoretisches Verständnis. Und zwar insbesondere ein theoretisches Verständnis des eigenen Handelns. Also die Frage von Theorie und Praxis ist auch eine, wie vermittle ich mein eigenes Handeln, Tun mit meinem Denken? Was denke ich, was das für einen Zusammenhang hat und welches rauszufinden? Und die Praxis, auf die sich Lukács bezogen hat und auf die sich auch die kritische Theorie bezogen hat, ist eine, die nicht mehr existiert, sondern die nicht mal mehr als eine echte Erinnerung existiert, sondern nur als Zerrbild, weil diese Niederlage der Linken im 20. Jahrhundert sich immer weiter fortgesetzt hat, ohne dass eine bewusste Verarbeitung dessen stattgefunden hätte. Da ist jetzt auch wieder der Punkt, wenn man Marx, aber auch Hegel ernst nimmt, kann Denken natürlich nicht unabhängig von seiner Zeit sein. Und
Die Vertreter der kritischen Theorie haben die revolutionären Erhebungen des 20. Jahrhunderts miterlebt. Adorno war der Jüngste, war 15, glaube ich, als der Erste Weltkrieg geendet hat. Aber Marcuse zum Beispiel war auch im Arbeiter- und Soldatenrat. Ich glaube, für die SPD damals. Die haben mitbekommen, was die Revolution war, wie die Welt sich verändert hat dadurch, dass Lenin und die Bolschewiki diese Oktoberrevolution geführt haben und es in Deutschland den Revolutionsversuch unter Luxemburg, Liebknecht und ihren Genossinnen und Genossen gab. Alles darauf Folgende stand auch noch in diesem Zusammenhang. Das Erscheinen von Geschichte und Klassenbewusstsein, die einsetzende Stalinisierung in der Sowjetunion, die dann auch was ist, was Adorno und Horkheimer und das Institut hautnah mitbekommen, weil die mit Leuten im Marx-Engels-Institut in Moskau zusammenarbeiten, die verschwinden. Und dann eben auch sehen, inwiefern alle irgendwie erfahrenen Parteimitglieder der Oktoberrevolution in den 30er Jahren ausgeschlossen oder hingerichtet werden oder halt nach Sibirien verbannt werden. Sie erleben mit, wie der Faschismus die Macht ergreift. Sie sehen, wie die Welt sich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu ordnet und sie sehen, welche Möglichkeit der Tod Stalins für die Linke eröffnet 1953 und sich wieder verschließt 1956. In verschiedenen Bewegungen der Neuen Linken, auf den man nochmal gesondert eingehen müsste. Was ich mit all diesen geschichtlichen Details sagen will, genauso wie die Praxis zeitgebunden war, historisch war es auch die Theorie und auch die kritische Theorie. Es ist ein großes Missverständnis aller Dinge, die der Marxismus gesagt hat, wenn man davon ausginge, dass man einfach sowas wie die kritische Theorie wieder machen könnte. Der nächste Punkt kommt auf, wenn wir also frei in unserem Denken wären, wenn wir nicht so an unsere Zeit und ihre Niederlagen gebunden wären, warum sollten wir dann die Leute versuchen zu emulieren, die sagen, was wir machen, ist scheiße. Es ist ein Zeugnis von Niederlage und von Ohnmacht und eigentlich bräuchte die Welt etwas anderes. Ich glaube, es ist ein Wahrnehmungsfehler, dass wir denken, dass man kritische Theorie machen könnte, weil kritische Theorie eben nicht als politisches Projekt überlebt hat, sondern als akademisches. Und dass aber eben, wenn wir die kritische Theorie ernst nehmen, wir verstehen, dass sie eine Intervention in den Marxismus war und sich selber eben, wie gesagt, in einer nahezu unhaltbaren Position gesehen hat. Deshalb glaube ich, dass es keine Möglichkeit gibt, heute kritische Theorie zu betreiben, weil dieser historische Zusammenhang sich wieder geschlossen und verändert hat. Weil, um es ganz kurz zu fassen, es kein historisches Objekt Marxismus und Sozialismus mehr gibt, das mit einer kritischen Theorie erhellt werden könnte. Ich versuche nicht, jede Antwort so lang zu machen. Ihr könnt natürlich auch gerne was anmerken oder kritisieren oder ergänzen, wenn ihr wollt. Weil du das gerade so stark von der Beschäftigung mit dem real historischen Objekt Marxismus festgemacht hast, wie du so zum Beispiel die Beschäftigung der kritischen Theorie mit, also zum Beispiel Heidegger in Adornos negativen Dialektik da verorten würdest. So. Und ich erinnere mich noch an unseren Lesekreis, wo wir eigentlich Heidegger recht, also versucht haben, durch die negative Dialektik zu begreifen und ihn auch eng zusammengeschlossen haben mit postmodernen Theorien. Und genau so, wie du
Die Frage ist, ich tue mich schwer, es in einer Frage zu verbinden, aber vielleicht die Frage wäre am meisten, wie du die These, so kritische Theorie ist nicht möglich, weil sie entstanden ist an diesem historischen Objekt Marxismus mit den anderen historischen Objekten, mit denen du dich beschäftigt hast, zusammenschließen würdest. Zumal, also, wenn wir das ernst nehmen, dass Heidegger sowas wie ein Vorbote von Postmoderne ist, dass er recht viel mit unserem gegenwärtigen Zeitpunkt zu tun hat. Ja, spannend, ganz andere Richtung. Heidegger veröffentlicht sein erstes großes Buch Sein und Zeit in den 20er Jahren. Und ganz interessant, Karl Korsch greift in Marxismus und Philosophie 1923 vorweg, dass so eine Philosophie entstehen könnte, wie Heideggers Fundamentalontologie, was auch damit zusammenhängt, dass zu der Zeit schon unter Husserl die Phänomenologie entsteht, die genealogisch in diese Richtung deutet quasi, ja. Aber raus aus dem akademischen Muff. Der Punkt ist, Heidegger ist ein Produkt, das zu kritisieren überhaupt nur lohnt, weil es Marxismus gab. Also, und die Frage ist halt auch, ist seit Heidegger denn irgendwas Interessantes passiert? Also nicht, dass Heidegger gut wäre, aber er war eben interessant genug, eine Kritik davon zu schreiben. Was ist die Idee danach, von der sich eine Kritik schreiben ließ, die irgendwas über den Status von Philosophie selber offenbart hat? Denn wenn Adorno sich mit Heidegger beschäftigt, beschäftigt er sich ja eben nicht einfach mit diesem Philosophen, sondern er beschäftigt sich mit der Philosophie als dem Produkt der Zeit und nimmt Heidegger darin sehr ernst. Sowohl in den Bedürfnissen der Gesellschaft, die so eine Philosophie produziert, als auch im historischen Hintergrund. Denn Adorno nimmt Heidegger auch ernst als verzerrten Erben des deutschen Idealismus. Zeigt immer wieder auf, inwiefern sich Heidegger auf gewisse Punkte bei Kant oder Hegel bezieht, gewisse Denkfiguren, ja, und die eben auch jetzt nicht einfach nur benutzt, um sich wichtig zu tun, sondern denen wirklich im gewissen Rahmen philosophisch folgt. Adornos Punkt ist aber, in der negativen Dialektik zum Beispiel immer wieder aufzuzeigen, inwiefern das nach hinten verweist. Ja, und die negative Dialektik geht los mit dem Satz, Philosophie, die einst überholen schielen, erhält sich am Leben, weil der Moment ihrer Verwirklichung versäumt ward. Oder so ähnlich. Ne? Und das ist genau das, womit Karl Korschs Marxismus und Philosophie schließt 1923. Ne? Auch mit diesem Zitat, ihr könnt die Philosophie nicht verwirklichen, ohne sie aufzuheben. Insofern ist Adornos ganze Kritik an Heidegger eine, die nicht immanent, also sie ist immanent philosophisch formuliert, sie bezieht sich aber immer auf ein Bild von Geschichte, das ein Bild des Marxismus war. Adorno hatte eine Idee, wie Heidegger mit Marxismus und dem Ausbleiben der Revolution zusammenhängt. Ich habe starke Zweifel daran, inwiefern es sowas heute noch gibt. Denn heute ist es meistens so, ich schreibe einen Text, warum X reaktionär ist. Und das wäre nicht so ganz der Punkt. Sondern eine solche Kritik müsste eben aufzeigen, inwiefern etwas auch über sich selbst hinaus verweist. Und in diesem Fall wäre es eben zum Beispiel, dass Adorno sagt, Philosophie selbst kommt da überhaupt nicht raus. Es ist nicht Heideggers Schuld, dass er uns zurückwirft in den ganzen Sumpf von vorher, sondern die Gesellschaft, die Philosophie verlangt, aber die Welt nicht ändern will, wird notwendig bei sowas wie Heidegger landen müssen. Und Leute, die sich fragen, philosophische Fragen unserer Zeit stellen, werden bei sowas wie Heidegger rauskommen. Weil es nicht das Problem des Denkens ist, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Und dass Adornos Frage eben, auch wenn er über verschiedene Interpretationen nachdenkt, das habe ich versucht in dem Text heute zu sagen, immer davon ausgeht, dass es dieses realhistorische Ding Marxismus geben muss, was überhaupt die Möglichkeit in den Raum stellt, dass Gesellschaft überwunden werden kann.
weil man sonst im Grunde überhaupt nichts hat, gegen das man irgendwas messen kann. Dann sind wir nämlich wieder dabei, dass die Postmoderne und Heidegger recht haben. Es gibt einfach verschiedene Sichtweisen ins Sein. Oder die positivistische Idee, naja, es gibt Dinge, wie sie passiert sind, und es gibt Fakten, und da gibt es eigentlich gar nichts dran rum zu interpretieren. Und eigentlich sind wir über Philosophie schon raus, wir müssen eigentlich nur noch messen. War irgendwas gar nicht verständlich. Oder sehr esoterisch. Könnte ich mir jetzt eigentlich vorstellen. Ich hätte noch eine Frage. Worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, war die Stelle, wo du Adorno zitiert hast, der gesagt hat, Marx sei so naiv gewesen, er hätte irgendwie nicht die historische Verfasstheit des menschlichen Wesens begriffen. So, also dass es ganz tief hinein bis in die Subjektivität dringen würde und so weiter. Und Marx habe, also ich meine, so hat es sich angehört, als würde Adorno sagen, Marx hat eigentlich irgendwie so eine anthropologische Grundlage, wo er immer noch annehmen würde, das und jenes seien die wahren Interessen der Menschen, und jetzt sehen wir aber, die Verdinglichung ist noch viel weiter fortgeschritten und damit wird seine Vorstellung von Revolution oder sowas hinfällig. Ja? Das scheint mir irgendwie ein ziemlich krudes Missverständnis von Marx zu sein, ihn so zu verstehen. Was ich jetzt Adorno irgendwie eigentlich nicht unterstellen würde. Könntest du noch mal sagen, was der Kontext davon ist, also ob das irgendwie damit gemeint war, und was wolltest du mit dem Gedanken in dem Essay an dieser Stelle ausdrücken? Ja, ich wollte das auf jeden Fall gerne als Beispiel reinnehmen, weil es zwei Sachen sehr gut verbindet, wie ich finde. Nämlich auf der einen Seite die Zentralität von Lenin als Marxist, die von eben der Zweiten Internationale über die Dritte Internationale bis zum bourgeois-marxistischen Philosophen Lukács geht und sich in die kritische Theorie rein erstreckt. Das heißt, die Zentralität dieser Figur im Denken von Leuten, die sich um Theorie gekümmert haben. Und dann auch wegen Lukács-Satz. Angenommen, wenn auch nicht zugegeben, die neuere Forschung hätte die sachliche Unrichtigkeit sämtlicher einzelnen Aussagen von Marx einwandfrei nachgewiesen. So könnte jeder ernsthafte orthodoxe Marxist all diese neuen Resultate bedingungslos anerkennen, sämtliche einzelnen Thesen von Marx verwerfen, ohne für eine Minute seine marxistische Orthodoxie aufgeben zu müssen. In dem Fall also, der Punkt, den auch Marcuse dann von der anderen Seite anspricht, dass er sagt, in der marxischen Konzeption spielt die Partei keine zentrale Rolle. Ich halte das jetzt wieder für eine ultra-akademische Frage. So, ist der Marx da nicht Anthropologe? So, es ist wieder so ein Departement an der Universität, was wir dann aufzählen. Und dann haben wir so, deshalb ist es irgendwie nicht das Richtige. Ich glaube nicht, also ne, Adorno macht so, er macht Andeutungen in so eine Richtung. Aber was er sagt, ist hier, Marx war zu harmlos. Womit er etwas in den Raum stellt. Ne? Was, so die Frage ist ja so, wofür war Marx zu harmlos? Auf Englisch heißt diese Diskussion über Theorie und Praxis Towards a New Manifesto, weil Adorno und Horkheimer sich fragen, sollen wir das kommunistische Manifest neu schreiben? Und was würde das bedeuten?
Und dass sie sich eben hier fragen, was sollten wir dann tun? Und dass sie erkennen, dass Adorno hier drin sagt, Lenin erkennt was über die Gesellschaft, was für uns jetzt ganz klar zum Tragen kommt, nämlich dass die Menschen bis ins Innerste Produkte der Gesellschaft sind. Zwischen Marx und Lenin ist was passiert, nämlich hauptsächlich das Umkippen der Ersten Internationale im Ersten Weltkrieg und diese im Ersten Weltkrieg. Der Zweiten Internationale, habe ich gesagt, der Ersten, sorry. Der Zweiten Internationale im Ersten Weltkrieg. Und dass das eben zeigt, dass die Sozialdemokratie in Deutschland, die die revolutionäre Hoffnung auf Sozialismus weltweit war, letztlich dafür gesorgt hat, die Vernichtungsmaschine des Wilhelminischen Kaiserreichs zu perfektionieren. Kriegskommunismus, Kriegssozialismus. Die wehenden Fahnen und die Sozialdemokraten, die jetzt keine Partei mehr sind, sondern nur noch Deutsche. Dass das was ändert an der Welt. Und dann weitergehend, was Lukács hier schon auch andeutet, so kann es sein, dass die Massen durch irgendwas bewegt werden, was nicht mit der Theorie verknüpft ist. Und eben die Erfahrung des Faschismus, die sich ereignet. Und dass Adorno und Horkheimer eben natürlich verstehen, dass wenn sie Marx, Engels und Lenin die Treue halten wollen, sie nicht einfach wiederholen können, was die gesagt haben, sondern die wichtigsten Punkte der Methode wieder betonen müssen. Das viel Interessantere hier dran finde ich, dass Adorno eben nicht so dieser Elfenbeinturm-Intellektuelle ist, als den man ihn hier hinstellt, sondern dass er sagt so, nee, Marx muss an Stellen verworfen werden, nämlich da, wo er durch Lenin aktualisiert wurde. Das, wo Lenin und die anderen Radikalen der Zweiten Internationale Marx und dem Marxismus die Treue und die Aktualität gehalten haben, indem sie mit den Umständen der Welt, die sich verändert haben, die revolutionäre Theorie mitverändert haben, wie Lukács sagt, eben in einer Art und Weise, die dem kritischen Kern treu geblieben ist. Nur darin kann überhaupt eine Erinnerung an Marx aufkommen. Denn wie gesagt, zu der Zeit gibt es auch schon so jemanden wie Weber, der Marx zitiert und sich auf Marx bezieht und Sachen zur Erklärung verwendet. Aber eben, um die Revolution zu verhindern, während Lenin versucht, sie möglich zu machen. Und ich glaube, deshalb, was Adorno damit hiermit sagt, ist, das ist der Stand der Gesellschaft, wie sie ist. Und er sagt hier so, Marx hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Der Punkt ist, wieso hätte sich Marx auch groß darum Gedanken machen müssen, wenn er eine Aufgabe in seiner Zeit hätte. Marx hat dafür geschrieben, die Revolution in seiner Zeit möglich zu machen und dafür gearbeitet, die Revolution in seiner Zeit möglich zu machen. Und somit nicht über Dinge nachgedacht, die später schiefgehen könnten. Also ne, irgendwie so, es ist jetzt ein sehr, sehr plumper Vergleich. Aber wenn man bei einer Eheschließung irgendwie drüber nachdenkt, so was einem irgendwie alles dann abgezogen werden kann im Fall einer Scheidung und wie furchtbar man betrogen werden kann, ist das wahrscheinlich auch ein eher schlechter Einstieg, wenn man irgendwie will, dass das eine erfolgreiche Beziehung wird, was auch immer eine erfolgreiche Beziehung sein mag. Aber in dem Sinne, was wir dieses Sommersemester im Lesekreis haben, sorry, dass ich so große Zirkel schlage, ist der Punkt, die Krise der Zweiten Internationale ist eine Krise des Erfolgs des Marxismus. Der Marxismus ist in der Möglichkeit, Gesellschaft zu führen, das Proletariat zu führen, dadurch Gesellschaft, die Zukunft von Kapitalismus politisch herzustellen. Und die Zweite Internationale, der Marxismus, versagen. Das heißt, die Welt, wie sie ist nach dem Ersten Weltkrieg, seit dem Ersten Weltkrieg, ist ein Produkt des Scheiterns des Marxismus, der Krise der Menschheit, wie Chris Cotrone gesagt hat. Das heißt, die Situation ist anders. Adorno und Horkheimer denken aber, Marx ist immer noch die zentrale Kritik am Kapitalismus.
und sie setzen an dem, was sie als die höchste Entwicklungsstufe dieser marxischen Kritik empfinden, Lenin. Ich würde sagen, das ist es eben wieder. Ne? Es ist die Frage von Dialektik, wie beeinflussen sich Subjekt und Objekt gegenseitig und von Geschichte. Ja, also Marxismus und Gesellschaft haben sich gegenseitig beeinflusst, Theorie und Praxis haben sich gegenseitig beeinflusst, haben sich verändert, sind in eine Krise gekommen durch diese Krise des Marxismus und Geschichte verändert wirklich Dinge. Und das ist der Kern des Marxismus und den haben Adorno und Horkheimer aufgegriffen und deshalb bestimmte Punkte in Marx versucht in ihrer Zeit wieder sinnhaft herzustellen. Auch da wieder aber der Punkt, sie haben das Manifest nicht geschrieben, es gab keine politische Bewegung, die daraus resultiert ist, vielleicht war es falsch. Ich würde aber, wie gesagt, immer darauf achten, es eher politisch zu betrachten als jetzt wissenschaftlich. Denn wenn Adorno und Horkheimer und Benjamin und Marcuse über Marx reden, tun sie das nicht als Akademiker, sondern als marxistische Intellektuelle, die versuchen wollen, das Projekt einer sozialistischen Partei, die den Kapitalismus überwirft, herzustellen. Laut ihren eigenen Aussagen. Ja, danke Stefan. Meine Frage ist, wo ist das Proletariat in der kritischen Theorie? Was ist ihre Rolle in der Befreiung der Gesellschaft oder mindestens das Potenzial der Befreiung im Kapitalismus? Und wie verhält sich das zu der Rolle des Proletariats im sogenannten orthodoxen Marxismus? Yes, sehr gut. Auf der einen Seite, wo es im Text schon drin war, ist in der Frage der Partei. Also ich denke da insbesondere an die Marcuse-Zitate, wenn Marcuse darüber spricht, was sind denn eigentlich die Parteien und die Gewerkschaften, dass Marcuse sagt, das Proletariat wird eher politisch ausgedrückt durch die Idee der Arbeiterpartei, als durch die Arbeitnehmervertretung in den Gewerkschaften. Das ist schon mal was, was, glaube ich, relativ deutlich eine gewisse Stoßrichtung anzeigt. Adorno spricht von die verwaltete Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, nennt er die Pseudomorphose an die klassenlose Gesellschaft. Also eine scheinbare Verwandlung in eine klassenlose Gesellschaft. Was heißt? Die Arbeiterklasse, die Menschen, die von nichts leben können als von ihrer Lohnarbeit und diese beständig verlieren können, diese Leute nehmen sich nicht wahr als Arbeiter. Was heißt das auch wieder, die nehmen sich nicht wahr als Arbeiter? Sie führen keinen kollektiven Kampf als Klasse, weder um das Produkt ihrer Arbeit, noch um eine politische Führung. Adorno sagt, Klassengesellschaft ist so mit echt und unecht im Moment in den Reflexionen zur Klassentheorie. Der Klassenkampf findet im Grunde nicht statt, weil sich eben keine Klasse organisiert, um zu sagen, wir sind die Klasse, die expropriiert wird und deshalb wollen wir dieses politisch, also deshalb erstmal fordern wir mehr vom Produkt unserer Arbeit oder das volle Produkt unserer Arbeit oder wie auch immer. Und die sich eben auch nicht politisch so formen, wo es auch eben in dem soziologischen Verständnis dann schon so in Richtung von Schichten und sowas geht. Ja? Also dass selbst Leute, wenn sie von sich jetzt umgangssprachlich reden, der Begriff Arbeiter weniger und weniger eine Bedeutung hat. Und Adorno sagt, insofern gibt es scheinbar keine Klassengesellschaft mehr. Auf der anderen Seite ist die marxische Darstellung, dass durch die momentane Wirtschaftsweise das Surplusprodukt, der Mehrwert, von der Kapitalistenklasse abgeschöpft werden muss, unverändert.
Und insofern gibt es immer noch diese Klassengesellschaft. Die Arbeiter bekommen jetzt zum Beispiel mehr Geld, sagt Adorno, können sich mehr Luxusprodukte leisten, kriegen Autos, ne, zum Beispiel, und Häuser oder schöne Wohnungen, Sachen zum Anziehen, die schön aussehen, solche Sachen. Und er sagt, das ist aber was, was die Kapitalisten aus der Portokasse bezahlen. Also das sind quasi einfach nur zusätzliche Auslagen. Es ist nicht so, dass irgendwas strukturell in Gesellschaft politisch passiert wäre, was die Arbeiter eben auch hier strukturell systematisch mehr am Abschöpfen beteiligen würde. Insofern existiert die Klassengesellschaft noch. Der Punkt ist aber immer, wenn Lukács vom Klassenbewusstsein spricht, spricht er davon, dass die Klasse sich dessen bewusst ist, dass durch ihre politische Tat Sozialismus herbeigeführt werden muss und dass Sozialismus heißen muss die Abschaffung der Klassen. Und Adorno sagt, das existiert überhaupt nicht mehr. In den Massen schon gar nicht, aber auch nicht mehr in den Parteien. Das war auch das, was ich von Marcuse zitiert habe. Und insofern gibt es eigentlich kein Klassenbewusstsein und ohne Klassenbewusstsein auch keinen Klassenkampf. Das Proletariat ist somit eine Leerstelle wie auch eine Aufgabe in der kritischen Theorie. Und die Idee ist, dass ich verstehe Adorno schon in einer gewissen Art und Weise konkret so, dass wenn sich so etwas wie proletarisches Klassenbewusstsein verändert, nochmal neu formieren würde, dass ein übergroßer Teil der Menschheit wäre und dass es in veränderter Form aber trotzdem auch anschließen müsste an den historischen Kampf des Marxismus, von dem Adorno auch wieder sagt, wir wissen nicht ganz, was das bedeuten soll, weil es im Moment diesen marxistischen Kampf offensichtlich nicht gibt, denn das Proletariat versteht sich nicht als politische Klasse, aber gleichzeitig gibt es Leute, die sagen, wir sind Marxisten. Und wir organisieren das Proletariat und hier ist Sozialismus. Das war die schwierige Situation, in der sich die kritische Theorie befunden hat und aus der heraus sie diese Flaschenpost losgeschickt hat. Hat das weitergeholfen? Wie ist das zur zweiten Hälfte der Frage, also die Rolle des Proletariats in der Befreiung der Gesellschaft? Das habe ich versucht gerade zu beantworten, mit dem letzten Punkt. Also, dass so, wie Marx gesagt hat, die Arbeiterklasse, so das Proletariat muss sich selbst befreien, dass das immer noch besteht bei Adorno, dass auch das, was Marx sagt und was Lenin fortführt, es muss ein äußeres Bewusstsein geben, das Proletariat muss ein bürgerliches Verständnis von Gesellschaft haben, um Sozialismus herbeiführen zu können. Sie müssen Gesellschaft, das Proletariat muss Gesellschaft in seinen fortschrittlichsten Elementen verstehen und kann nicht aus dem romantischen, vulgären Antikapitalismus heraus, aus dem reinen Kampf um Gerechtigkeit heraus zu Sozialismus finden. Das ist die Aufgabe und Rolle des Proletariats noch immer. Adornos extrem entscheidender Punkt ist aber, wir sprechen auch von einer Identität, von einer Entität, die nicht vorliegt. Dieses Proletariat existiert nicht. Und insofern müssen wir auch sehen, wenn wir sagen, das Proletariat muss Klassenbewusstsein entwickeln, muss sich organisieren, dann sprechen wir auf eine sehr abstrakte Art und Weise, die sich stark unterscheidet von dem, was Marx getan hat. Eben weil Marx in eine bereits aufstrebende und sich entwickelnde sozialistische Bewegung interveniert hat, während unsere Zeit geprägt ist davon, dass man meint, es gäbe eine sozialistische Bewegung, meint, es gäbe eine Arbeiterbewegung, meint, es gäbe die Proletarier, die man einfach agitieren könnte, obwohl eben das so ein Schatten von gestern ist, der immer weiter entschwindet und verbleicht und eben kein konkretes Objekt der Kritik. Kommt am Ende des Semesters noch im Lesekreis, ist die 1-Million-Euro-Frage.
wie man vor Jahren mal gesagt hat. Ne? Ist das letztlich aber eigentlich wieder da, wo, also ist man da wieder, wo du angefangen hast, dass das eigentlich die Dominanz der Praxis über die Theorie ist, dass quasi die materiellen Verhältnisse von den Gewerkschaften zum Beispiel die ganze Zeit besprochen und kritisiert werden, aber eben nicht mit dieser Theorie, die dahinter stehen muss, dass diese Vorstufe zum Sozialismus eigentlich jetzt ist? Ich glaube, bei den Gewerkschaften ist es auch noch mal schlimmer geworden. Also die sind, ich kann mir schwer vorstellen, wie sich Gewerkschaften irgendwie verändern sollten im Moment, aber genau das, was du sagst, ist, würde ich sagen, ja, das ist immer noch das fortbestehende Problem, dass es diesen Praxisfetisch gibt. Ich habe gestern einen Podcast gehört, 99:1, da hat ein junger Kader von der Sol, Solidarität, ehemals SAV, was zur Ukraine gesagt. Und zwar ganz, einige Sachen waren interessanter als andere. Und dann hat am Ende der Host gefragt, so, aber wie schaut es denn mit uns aus? So, müssen wir uns nicht eigentlich eingestehen, dass wir überhaupt gar nichts machen können? Und dann war er so ein bisschen gedruckst, so, ja, irgendwie schon. Dann hat er gesagt, so, aber irgendwas muss man ja auch machen, es ist immer noch besser, wenn wir das machen, als wenn wir es nicht machen. Und ich will wirklich kein Arschloch und nicht zynisch sein, aber ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wirklich? Weil ich glaube eigentlich nicht, denn dieser Genosse von der Sol, der bestimmt viel Zeit und Herzblut und Gehirnschmalz, wie ein verstorbener maoistischer Genosse es nannte, da reingesteckt hat, dass er da wohl nicht so ganz sieht, dass das schon andere Leute auch die letzten 50 Jahre in so einer Art und Weise gemacht haben, in irgendwelchen sektiererischen Kleingruppen und die halt auch keine Vollidioten und faul oder dumm waren oder einfach nicht, ich weiß es nicht so. Ne? Offensichtlich, denke ich, gibt es ein größeres, systematischeres Problem, was irgendwie die ganze Zeit reproduziert wird. Und alle Leute haben aber selbst, wo sie sich so fast so ein Praxisekel anerzogen haben, ja, also so sagen so, ihr Praxis, so, dass auch die Leute eigentlich in so einem Praxisfetisch gefangen sind, weil sie irgendwas halt jetzt ad hoc ändern wollen. Und für mich wirklich immer wieder dieses große Ding ist, niemand kann was ändern. Ganz offensichtlich kann niemand irgendwas ändern an der Situation, wie sie gerade ist. Und das auch wieder, wenn man mal zurückgeht, das ist das, was Marx sagt. Menschen machen schon die Welt, aber sie machen sie eben nicht unter freien Bedingungen und unter ihrem eigenen freien Wählen. Und das Einzige, was rausführen würde, wäre diese bewusste Aktion des Proletariats, wie Marx sagt. Und da kommt dann aber eben das, glaube ich, auch zum Tragen, was du gesagt hast. Da fehlt das theoretische Element, was eben Praxis kritisch beleuchten und hinterfragen müsste und Praxis eben im gewissen Sinne erst ermöglichen könnte, weil ein gewisses Verständnis von Gesellschaft im Moment eröffnet wird. Und ich glaube, diese Theorie gibt es im Moment nicht und da auch wieder, das denke ich, das liegt nicht daran, dass die Leute irgendwie doof oder faul oder unwillig oder sowas sind, denn auch hier, ich habe wirklich viel, viel, viel Theorie gelesen und auch mit vielen Leuten, die viel Theorie gelesen haben, viel darüber gesprochen. Und ich sehe nicht, wo es theoretisch hängt im Moment. Ja? Also ich versuche auch, ich kann eigentlich immer nur wieder versuchen, darauf zu verweisen, es gab mal sowas wie eine Theorie. Das, wovon ich hier lese, wovon Adorno schreibt, das, wovon Lukács schreibt, das, was Lenin meint unter Theorie, das finde ich nirgendwo. Und ich finde auch niemanden, der mir erklären kann, wie das zu tun wäre. Ich kann es mir auch selbst nicht beibringen. Und ich glaube, ich finde diese Argumente aber so einleuchtend, dass ich andere Leute darauf hinweisen will. Ich glaube also, ja, es liegt so dieser Praxisfetisch, dieser Praxiszwang liegt zum großen Teil daran, dass das theoretische Element fehlt. Aber es ist so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Irgendwie für echte Praxis bräuchtest du Theorie, aber echte Theorie müsste sich auch irgendwie auf eine praktische Bewegung beziehen. Und die sehen wir im Moment nicht. Ist jetzt auch eine unbefriedigendere Antwort, aber bitte. Nee, aber auch, ja,
Ja, hältst du mal kurz hin? Ja, aber du musst auch laufen. Ich finde den Bezug zur Praxis, der stimmt, aber auch ja, der Kontext der Theorie selber. Du hast ja einen Kommentar gemacht mit der Anthropologie. Also ich meine, die Theorien, die heute produziert werden, sind ja auch einfach mit der Entwicklung des Wissenschaftssystems verbunden, auf einen ganz anderen Maßstab bezogen, als das der Fall sein müsste, um wirklich die Veränderung, also gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich sag mal, der Diskurs zumindest oder die meisten Diskurse, als der Maßstab, den es geben müsste, um diese Überwindung oder das Hinkommen zur Befreiung wirklich erlangen zu können. Und das ist ja auch vielleicht das Paradoxe, dass das auch wieder reflektiert, an welchem Punkt wir historisch gerade sind. Was ja eigentlich mit einbezogen werden muss, um genau das erreichen zu können, wenn man den kritischen Theoretikern folgt. Absolut. Absolut. Und ich glaube, da ist auch wieder, was so gewisse prototheoretische Sachen beitragen, kann man, glaube ich, schon eben genau sowas mal zu beleuchten. Worauf wir zum Beispiel immer mal wieder hinweisen in unserer Geschichtsschreibung. Wir sagen im Grunde, ne, seit dem Kollaps des orthodoxen Marxismus im Ersten Weltkrieg gab es danach die alte Linke der 1920er, 30er Jahre, die neue Linke der 50er, 60er, frühe 70er und dann die postpolitische Linke seit den 1980ern. Und in dieser postpolitischen Linken ist das, was man früher Theorie und Praxis genannt hätte, degeneriert, sage ich es jetzt wirklich einfach mal, in Akademie und Aktivismus. Und Aktivismus heißt halt meistens Demos, Transpis, Soli, irgendwas. Und wie gesagt, das andere ist halt auch hier wieder, man kann es, das ist nicht der monokausale Grund, aber ein Teil, warum das mit dieser Akademisierung passiert ist, war, weil Leute aus der Neuen Linken sich Jobs gesucht haben, Jobs an der Uni bekommen haben, was jetzt auch nicht nur war, um irgendwie die Revolution einzufangen und die Leute wegzukaufen, was schon auch ein Grund war, aber zum Beispiel auch, dass Universität zum Massenbetrieb geworden ist im Verlauf der mittleren bis späten 60er Jahre und die Leute, die da durchgegangen sind, dann eben auch einfach dort angefangen haben zu arbeiten und die vakanten Stellen besetzt haben. Weshalb dann Leute irgendwie so dazu kamen, wenn ich halt hier mein Stiefelchen vor mich hinschreibe und damit mein Geld verdiene und meine Karriere mache, dann mache ich ja eigentlich Revolution. Das Stichwort der damaligen Zeit wäre der lange Marsch durch die Institutionen. Und das hat furchtbare Auswirkungen auf Theorie gehabt, ganz, ganz bestimmt. Und ich glaube, dass auch da schon was beigetragen werden kann, dazu zu sehen, wo gewisse Teile unserer Probleme herkommen. Andererseits wieder zurück zur Geschichte. Im Notfall geht man zurück in die 1840er Jahre. Wenn ihr euch fragt, woher kommt ein Problem, geht zurück in die 1840er Jahre. In den 1840ern ist irgendwie alles passiert. Wirklich. Und hier Marx und Engels nehmen ganz besonderen Bezug auf den Zerfall der Hegelschule. Und der Zerfall der Hegelschule ist ein weltpolitisches Ereignis, ein weltgeschichtliches Ereignis. Weshalb? Weil alle Leute, die damals irgendwie Gesellschaft an höheren Schaltstellen hervorbringen, Hegel gelesen haben und sich auf Hegel beziehen. Und die Spaltung der Hegelschule zeigt, dass es eine große politische Spaltung gibt, die sich ausdrückt in dem Hegel-Verständnis dieser Zeit. Und das ist was, woran Marx und Engels bereits erkennen, dass die Rolle der Wissenschaft, wie Hegel selbst sie sich denkt, als das, was die Welt eben philosophisch machen wird und uns erklären wird, zeigen wird, dass wir die Welt wissenschaftlich verstehen können und nicht mehr durch politische Prozesse durcharbeiten müssen, so in Form von Klassenkampf oder sowas, sagen Marx und Engels nein. Die bürgerliche Gesellschaft selbst auf ihren höchsten Ausformungen
wie der Philosophie Hegels tritt in einen Widerspruch zu sich selbst. Und wenn wir dieses Projekt der Aufklärung und der bürgerlichen Befreiung fortführen wollen, dann müssen wir mit den, dann müssen wir auf diese revolutionären Tendenzen eingehen, die all die Probleme im System ansprechen. Also die frühen Sozialisten, die utopischen Sozialisten und die kommunistischen Bewegungen seiner Zeit. Und da ist eben der interessante Punkt wieder, die Leute, also Marx bezieht sich auf große Denker wie Hegel, Ricardo, Smith, Rousseau, viele, viele, kritisiert eben natürlich auch Denker wie zum Beispiel Malthus. Aber Marx geht eben auch direkt in revolutionäre Theorie rein, die nicht mit diesem Universitären zusammenhängt. Zum Beispiel Proudhon fiel mir ein oder eben andere Richtungen, so der Owenismus, Mary Wollstonecraft, eine Sozialistin und Frauenkämpferin für die Frauenbefreiung, das ist eine Person, auf die Marx zurückgreift. Das heißt, das revolutionäre Denken, ne, ich habe jetzt einen langen Bogen wieder geschlagen, aber ich komme zurück, das revolutionäre Denken des Marxismus seit Beginn an war auch nie eins, was rein aus der Universität kam. Schon aus der Gesellschaft, aus der bürgerlichen, der Zivilgesellschaft, aber eben auch aus dem Denken der Leute, die etwas anders machen wollten und ändern wollten. Während Linke halt heute an den meisten Stellen sich auf den journalistischen oder akademischen Rahmen bezieht und Leute, die in so trotzkistischen oder maoistischen oder poststalinistischen Kleingruppen sind, wie zum Beispiel der Genosse von der Sol, den ich beim Podcast gehört habe, die sind eigentlich schon total die Ausnahmen geworden. Das heißt, heutzutage ist es schon schräg, wenn man links ist und man gehört zu irgendeiner Gruppe. Noch schräger ist, wenn das eine Gruppe ist, die seit länger als 10 Jahren existiert. Und richtig verrückt abgefahren wird es, wenn Leute dann auch noch wissen, woher ihre Organisation eigentlich kommt und was sie so in den letzten 50 Jahren gemacht hat. Ist wirklich in den meisten Fällen nicht so. Und das natürlich, um Stromberg zu zitieren, Gift fürs Betriebsklima, wenn es um die Frage einer revolutionären Partei und revolutionären Geschichtsbewusstseins geht. Und das ist das, wofür wir unser Projekt dann eben auch gegründet haben, um eben auf die Geschichte der Linken einzugehen, weil wir glauben, dass die Linke eine einzige Katastrophe in den letzten 100 Jahren ist, aber dass es auch unser einziger Ausweg wäre. Und deshalb wollen wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen und alle Leute einladen, das zu tun, bei uns mit den Texten, aber auch die Organisationen zu treffen, zu den linken Organisationen zu gehen, die zu fragen, was macht ihr, weshalb macht ihr das, die auch einzuladen. Das ist was, was, glaube ich, wirklich extrem wichtig ist, wenn wir uns irgendwie eine Gewissheit darüber verschaffen wollen, wo stehen wir eigentlich gerade. Und dann können wir vielleicht auch überleben, was tun. Jakob, magst du hin? Ja. Halt mal kurz ein. Ja, vielen Dank, Stefan. Eine Frage, um vielleicht so ein bisschen den Abend abzurunden, nochmal an diese Frage anzustoßen von Theorie, akademische Theorie, Wissenschaft bei Hegel, wo du so ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter gestellt hast und wo die kritische Theorie ja bewusst auch sich kritische Theorie und eben nicht beschreibend positive Theorie nennt, was im herkömmlichen Sinne unverständlich ist oder zumindest also nicht so leicht runtergeht, was eigentlich damit gemeint ist. So, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also inwiefern ist das Theorie, inwiefern ist Marxismus Theorie und inwiefern hätte Marxismus an Theorie ein Fragezeichen gesetzt? Das ist vielleicht das Erste. Ich glaube, das würde zum Verständnis nochmal beitragen. Das andere ist so ein bisschen, das andere ist so ein bisschen, dass jetzt vielleicht Marcuse ausgenommen, Horkheimer und Adorno sehr, sehr pessimistisch darüber waren, dass es zu ihrer Lebzeit Menschen gab,
die wirklich verstanden haben, was sie da machen. Vielleicht kannst du so ein bisschen drauf eingehen, was du glaubst, warum das so ist. Also warum dezidiert dieser Charakter Flaschenpost? Also es gibt ja irgendwie akademische Schüler, Gerd Schweppenhäuser, andere Leute, die unter Adorno studiert haben, wirklich alles von diesem Menschen gelesen haben, und Adorno war im Endeffekt so trotzdem, die verstehen mich nicht und die werden auch nicht das fortsetzen, was ich hier mache. Das heißt, es scheint tiefer mit der Zeit und mit den Umständen zusammengehangen zu haben. Also nicht daran, dass Gerd Schweppenhäuser oder irgendwelche anderen Leute einen geringen IQ hatten oder sowas. Das ist, denke ich, nicht anzunehmen. Ja, vielleicht kannst du das irgendwie so kommentieren. Ja. Danke. Ich fange am ersten Punkt an. Kritische Theorie. Der junge Marx fordert ein, habe ich diesmal mal nicht zitiert, mache ich nämlich eigentlich jedes Mal, weil ich es so gut finde, die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Kritik heißt, etwas in seinem eigenen Widerspruch über sich selbst hinauszutreiben. Das heißt, zu erkennen, wo ein Gegenstand, ein Betrachtungsgegenstand, ein Objekt, in seinen eigenen Möglichkeiten verschlossen ist, sich in gewisse Richtungen nicht entwickeln kann, aufgrund eigener innerer Einschränkungen. Bisschen praktischer ist das, dass Marx sagt, das Einzige, was Kapitalismus Schranken setzt, ist Kapitalismus selber. Kapitalismus löst eigentlich all die Gebote und Verbote der Vergangenheit auf. Es gibt keinen Gott mehr, es gibt keinen König mehr, es gibt keine Stände mehr, alles Ständische und Stehende verdampft, schreiben Marx und Engels im Manifest. Sexualität ist nicht mehr an Religion gebunden oder sowas, Menschen sind nicht mehr an ihre Familie gebunden, wie es vorher war. Kapitalismus ist unendliche Freiheit. Man kann produzieren, was man will und wie man will. Alleine Kapitalismus hat sich in eine Sackgasse motiviert, dass diese ultimative Freiheit die ganze Zeit wieder in Unfreiheit umschlägt, weil die Menschen zwar all diese Möglichkeiten haben, aber den Prozess nicht bewusst für sich nutzen können. Kritische Theorie, sagt Horkheimer in Traditionelle und kritische Theorie, also er sagt das über kritisches Verhalten, aber er bezieht es auch auf kritische Theorie, ist, er sagt, die ist nichts im Bestehenden verpflichtet. Ja? Alle Wertmaßstäbe, Bedeutungen, Einschränkungen der jetzigen Gesellschaft gelten kritischer Theorie nichts. Sondern kritische Theorie will eben rücksichtslos hinweisen auf das, was nicht funktioniert im Hier und Jetzt, unter der Berücksichtigung dessen, dass das zusätzliche und unnötige Einschränkungen sind. Marcuse spricht zum Beispiel von in Triebstrukturengesellschaft von notwendiger und zusätzlicher Unterdrückung. Also dass Marcuse sagt, weil der Mensch zwar ein Tier ist, aber eben auch ein vernünftiges Wesen, deshalb wird er seine tierischen Instinkte immer wieder einschränken müssen, im gewissen notwendigen Maße. Es gibt aber darüber hinaus eine bestimmte zusätzliche Unterdrückung, die gewachsen ist durch verschiedene Tabus, Einschränkungen, Normen, Traditionen im Verlauf der Geschichte, und die könnte eigentlich überwunden werden. Marcuse kritisiert also hier Unterdrückung und sagt, wenn wir auch verstehen wollen, was das Notwendige ist, müssen wir erst all das abstreifen, was unnötig ist. Und wir können sehen unter den gegebenen Umständen, was unnötig ist, weil wir sehen können, bereits wie es anders ginge. Kritik will also eine Sache zu sich selbst bringen, indem sie sich über sie selbst hinaustreibt und gleichzeitig guckt, dass alles, was das Ding davon abhält, sich zu verändern, das Ding selbst ist. Eben auch hier wieder keine natürliche oder gottgegebene Schranke. Macht das Sinn oder war es zu abstrakt? Nee, ich fand es gut, dass du
Gut. Dann die Flaschenpost. Es rührt auch daran, was ich gesagt habe mit dem Orakel, dass sie sagen, wir laufen Gefahr, wie ein Orakel zu klingen. Jan selbst hat übrigens auch für die deutsche Platypus Review, ich glaube auch für die englische übersetzt, Detlef Clausen interviewt, der die Adorno-Biografie geschrieben hat, ein letztes Genie, sehr zu empfehlen, sowohl Clausens Buch als auch Jans Interview. Auch was man, glaube ich, an Hintergrundwissen auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man sich denn fragen will, was so gemeint ist mit der kritischen Theorie. Gibt auch einen hervorragenden Auftritt, wo wir jetzt schon ein bisschen bei Bildung sind, von Detlef Clausen bei Sternstunden der Philosophie, wo ein extrem minder bemitteltes Moderatorenpaar ihm knackige Fragen darüber stellt, warum Adorno kein Jazz wollte. Und der Clausen reagiert schon so ein bisschen angefressen, als sie ihn das erste Mal fragen. Und dann checkt der eine Moderator nicht, dass er ihn diese Standardfrage schon gefragt hat und fragt ihn das nochmal. Und dann wird Clausen ungehalten. Und Sternstunden der Philosophie im deutschen TV. Sorry für die Abschweifung. Ja, weshalb ist Adorno... Bitte, ja. Das Moderatoren-Duo von Sternstunden der Philosophie. Jan Schröder, der sympathische junge Mann aus der letzten Reihe, der mit OE, der die Frage gestellt hat. Pardon, ja. Wir haben neue Leute zu Gast, schön. Genau, das geht, was der Jan gefragt hat, warum sind die nicht verstanden worden, weshalb. Ich glaube, das geht genau auf das zurück, womit Jonathan Frage und Antwort eingeleitet hat. Die historische Situation, dass Adorno und Horkheimer gesehen haben, und ich glaube, Marcuse auch, der hat nur andere Schlüsse draus gezogen, dass niemand, der in ihrer Zeit lebt, so ein Verständnis davon haben kann, was Marxismus ist. Weil im Grunde gab es drei Möglichkeiten. Die Leute waren irgendwie in diesem extrem traditionellen, so versteinerten Bild von Marxismus, das so stark durchstalinisiert war, und sind da nicht rausgekommen. Für die waren das einfach irgendwelche degenerierten westlichen Intellektuellen im Grand Hotel Abgrund, die kritische Theorie. Dann gab es die Leute, die an Stalinismus oder vielleicht auch an Anarchismus, Trotzkismus beteiligt waren und ausgestiegen sind, tief frustriert, oft Antimarxisten geworden. Ich denke an Arthur Köstler oder an Manis Sperber. Dann gab es Leute, die frisch dazugekommen sind, eben die jungen Leute. Da haben Adorno und Horkheimer versucht, durch ihre akademische Arbeit gewisse Dinge ihnen hinzulegen, Probleme, die so schwierig zum Abarbeiten sind, dass sie gehofft haben, dass ihre Studenten und Studentinnen daran irgendwas Entscheidendes mitnehmen können. Sie haben sich aber dagegen entschieden, politisch zu intervenieren. Auf der einen Seite eben im Sinne von einem neuen kommunistischen Manifest oder auch, wir hatten auch neulich darüber gesprochen, Adorno hat angedacht, aber dann doch niemals geschrieben, eine Kritik des Godesbergers Programms, also des SPD-Programms nach dem Zweiten Weltkrieg. Bad Godesberg in der Nähe von Bonn. Ich glaube, sie haben das eben getan, weil sie gesehen haben, dass in dem Moment, es gab in den 50er Jahren eine allgemeine linke Hoffnung darauf, dass sich irgendetwas im Osten leicht anreformieren lasse, ja, dadurch, dass es im Westen eine Wiederannäherung gäbe an gewisse soziale und politische Fragen. Die Neue Linke, die das aufgegriffen hat und in Teilen auch von der alten Linken gementort wurde, ja, also viele Figuren, die bedeutend waren in der Neuen Linken, gerade Leute, die in den 50er Jahren politisiert wurden, das waren auch meistens noch die ernsthafteren Leute, hatten Mentorships von Leuten, die in den 40er Jahren
von Stalinisten, Trotzkisten auf der Höhe von Weltpolitik irgendwie politisiert worden sind. Und für Adorno gibt es diesen Bruch, so eine, dass er sagt, so, dass die Gesellschaft wie unterm Bann liegt. Dass so diese verwaltete Gesellschaft eben sich im Moment immer tiefer in ihre Widersprüche verstrickt und dass die Widersprüche so brutal offensichtlich werden, dass man sie eigentlich gar nicht mehr kritisieren kann. Die Leute wissen, dass sie angelogen werden. Und die Ideologien, die man ihnen auftischt, die sind so hanebüchen, dass es überhaupt nichts mehr bringt, sie zu kritisieren. Weil sie den Leuten am Anfang schon so wenig erklären, dass man den Leuten eigentlich gar nicht mehr sagen muss, guck mal, das erklärt ja eigentlich sehr wenig. Das wissen die Leute schon. Adornos Idee ist, dass die Widersprüche aber auch das Spannungspotenzial weiter ansteigen lassen und dass die Krise des Kapitalismus dazu führen wird, dass die politische Situation sich so verändert, dass irgendwas sich ändern muss. Das bietet die Möglichkeit, dass alles wieder beim Alten bleibt, dass sich irgendeine Art und Weise findet, das neu einzurenken, dass es eine absolute Katastrophe gibt und Zivilisation einfach zusammenbricht in der Art, wie wir sie kennen über die letzten 300-400 Jahre. Oder dass es eine neue Chance zum Sozialismus geben kann. Und deshalb hat Adorno versucht, im Negativ festzuhalten, ich weiß nicht, was passieren muss, damit das passieren kann. Also ich kann keine politischen Marschbefehle geben, ich kann keine Anleitung geben, keine Blaupause geben. Was ich machen kann, ist erinnern an das, was Marxismus mal war, in dem mir kleinen möglichen Rahmen, was hat Theorie bedeutet. Theorie als Ausdruck ihrer Zeit, Theorie in Bezug auf Praxis, damit auch, was stellt Theorie für Maßstäbe an Praxis? Und Adorno hat ja auch schon gesehen, ne, wenn die Praxis, die er als Pseudopraxis bezeichnet hat, die Welt verändert hätte, dann wäre ja scheißegal gewesen, was er geschrieben hat. Dann wäre das halt wirklich irgend so ein Intellektueller, der im Grand Hotel Abgrund jammert, und dann hätten die Praktiker aber die Welt verändert und diese ganze Diskussion überflüssig gemacht. Hätte Adorno auch extrem gefreut. Er hätte sich nicht geärgert, dass er der Dumme ist, sondern ne, wäre das Glück der Menschheit wäre in seinem Auge als Denkendem aufgegangen. Der Punkt ist, dass Adorno gesehen hat, dass das, was die Leute als Praxis verkauft haben, die Welt nicht ändern kann, weil es schon Stufen unter dem war, was die Stalinisten als Praxis verkauft haben. Ja, also wirklich viele Stufen drunter, wie viel Einfluss das auf Gesellschaft hatte, und schon die Stalinisten waren im Wahnbild von Gesellschaft gefangen, konnten nicht mehr diese Krise sehen. Für Adorno geht es darum, der Widerspruch von Kapital, der Selbstwiderspruch unserer Gesellschaft, der besteht weiter, der muss kritisiert werden. Und was ich im Moment nur tun kann, ist diese Erinnerung daran zu hinterlassen, damit Menschen, wenn diese Krise wieder zum Tragen kommt, eine Erinnerung daran haben können, was war eigentlich dieses letzte Jahrhundert, aus dem wir gekommen sind. Woher kam diese neue Linke, wie ernst war sie zu nehmen und im Vergleich zu wem? Da, wie gesagt, niemand gekommen ist, der das könnte, wie Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, musst ihr leider mit mir vorlieb nehmen, heute Abend euch diesen kleinen Ausflug zu umreißen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kommt zum Lesekreis, besprecht es mit den Leuten. Auch hier wieder, es sind Sachen, worum es hier nicht geht, sind irgendwelche Fakten. Es geht auch nicht darum, dass man sich die richtige Denkweise aneignet, glaube ich, sondern sich erstmal wirklich diese Konstellation anzuschauen, die unglaubliche Vielfalt und den Überfluss und die Überreizung von verschiedenen linken Konstellationen im 20. Jahrhundert und vor allen Dingen verschiedenen Konstellationen des Niedergangs, der Niederlage, der Missverständnisse. Und ich glaube, nur wenn wir uns diese
Fehler anschauen, die eben keine Fehler der Dummheit oder des Unwillens oder der Bösartigkeit oder der Menschenverachtung oder was weiß ich sind. Nur dann können wir erkennen, warum wir nicht einfach die Praxis in die Arbeiterklasse tragen können und auch nicht einfach die Theorie aufs Papier bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle da wart und lade euch alle ein, das Gespräch noch beim kühlen Getränk weiterzuführen. Dankeschön.